Welche Kernaussagen liefert der SDG-Bericht von 2023? Eine Kernaussage ist, auf dem halben Weg zum Jahr 2030 sind die in den SDGs verankerten Versprechen in Gefahr. Was bedeutet das? Grund dafür sind die bereits zuvor erwähnten Auswirkungen wie Klimakrise, Covid-Pandemie, düstere globale Wirtschaftsaussichten und Konflikte. Die UN ruft dringend zu verstärkten Anstrengungen auf, um die Ziele wieder auf Kurs zu bringen. Eine weitere Kernaussage ist Alarm schlagen. Die Welt steht vor großen Verfehlungen bei den Zielen bis 2030, wenn es keine signifikante Beschleunigung gibt. Die Zahl der Menschen, die in extremer Armut leben, ist mit dem Ausbruch von Covid-19 zum ersten Mal seit einer Generation gestiegen. Zum ersten Mal seit 3 Jahrzehnten haben sich die Fortschritte in den Schlüsselbereichen wie der Impfung von Kindern, ebenso aber auch den Einkommensungleichheiten zwischen den Ländern umgekehrt. Wenn es so weitergeht, werden bis 2030 rund 580 Millionen Menschen in extremer Armut gefangen sein und 84 Millionen Kinder werden nicht zur Schule gehen. Es wird fast 300 Jahre dauern, um geschlechtsspezifische Unterschiede im Rechtsschutz zu schließen, diskriminierende Gesetze abzuschaffen und Kinderehen zu beenden. Eine weitere Kernaussage ist, wir befinden uns im Krieg mit uns selbst und der Natur. Die Treibhausgase steigen weiter an. Die globale Temperatur wird voraussichtlich bis 2035 den kritischen Kipppunkt von 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau erreichen. Hitzewellen, Dürren, Überschwemmungen und Waldbrände sind viel zu häufig geworden. Ebenso ist der Anstieg des Meeresspiegels bedroht und bereits hunderte Millionen Menschen in Küstengemeinden. Eine weitere Kernaussage ist zum Beispiel, die Entwicklungsländer und die Ärmsten und Schwächsten der Welt tragen die Hauptlast. Der Bericht zeigt, dass der Mangel an Fortschritten bei den SDGs zwar universell ist, es aber oft die ärmsten und verletzlichsten Menschen der Welt betrifft. Auch die Entwicklungsländer sind unverhältnismäßig stark betroffen. Während ihre Stimme in der globalen Governance-Architektur und den internationalen Finanzinstitutionen nicht angemessen vertreten ist. Und dies muss sich ändern. Eine weitere Kernaussage ist, wir müssen dafür sorgen, dass die nächsten 7 Jahre zählen. Davon hängt das Erreichen der SDGs ab. Seit 2015 gab es bereits Verbesserungen bei Armutsbekämpfung, Kindersterblichkeit, Zugang zu Elektrizität und die Bekämpfung bestimmter Krankheiten. Wenn eine starke Politik mit den heute verfügbaren Technologien, Ressourcen und Wissen zusammengebracht wird, können wir einen Durchbruch in eine bessere Zukunft ermöglichen. Der Bericht weckt Hoffnung, indem er die Fortschritte aufzeigt, die die Welt gemacht hat und das Potenzial für weitere Fortschritte. Eine weitere Kernaussage des Berichts ist, wir müssen einen Rettungsplan für die Menschen und den Planeten verabschieden. Das heißt, wir brauchen grundlegende Veränderungen in Bezug auf Engagement, Solidarität, Finanzierung und Handel, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bewegen. Das politische Engagement muss weiterhin verstärkt werden, um die Ziele wieder auf Kurs zu bringen. Es wird auch eine Gelegenheit für uns alle Bürgerinnen und Bürger der Zivilgesellschaft, den Privatsektor sein, uns für Dringlichkeit, Ehrgeiz und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele einzusetzen. Eine weitere Kernaussage ist, Daten führen zu effektiven Lösungen für die Erreichung der SDGs. Das bedeutet zeitnah, qualitativ hochwertige, disaggregierte Daten sind unerlässlich. Die Stärkung von Datenökosystemen ist entscheidend, um zu verstehen, wo wir stehen und was getan werden muss, um die SDGs zu erreichen. Und die letzte Kernaussage des Berichts ist, die Agenda 2030 ist nach wie vor der klarste Plan für die höchsten Bestrebungen der Menschheit. Das heißt, die SDGs sind eine Grundlage für eine widerstandsfähigere, friedlichere und integrative Zukunft. Wenn Historiker über das 21. Jahrhundert schreiben, werden sie führende Politiker und Entscheidungsträger danach beurteilen, ob es ihnen gelungen ist, diesen Plan in die Realität umzusetzen. Es liegt nun an uns allen, dafür zu sorgen, dass die globalen Ziele vollständig und rechtzeitig erreicht werden.